Oh, Flo, meine Freunde, Fokus ist da und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen YouTube-Kanal. Endlich ist es soweit. Im letzten Video haben wir uns ja schon gemeinsam den Prestige-Trailer und zwar zweimal angeguckt und ich fand den überheftig, einfach mega krass, einfach nur dafür, dass es ein Trailer ist für Karten. Da haben sie rausgehauen, einfach schon übelst hohe Qualität und das erwarte ich mir jetzt auch von den Karten. Denn mir ist doch heute was ins Haus geflattert. Nämlich ein Paket. Drauf steht, das ist von Happy Shops. Und ich gehe mal davon aus, da sind die Karten drin. Und jenes welches Paket, welches wir uns gerade vor die Augen gehalten haben, werden wir uns gleich gemeinsam zu Gemüte führen. Von diesen drei Scheißerchen habe ich ja bereits kurze und knackige Unboxing-Videos gemacht. Und bevor ich gleich mit dem Unboxing anfange, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr doch bitte meinen Kanal abonnieren könnt. Und wenn euch das Video gefällt, auch ein Like dalassen könnt. Das wäre super und es würde mich richtig freuen und es würde mir sogar richtig, richtig helfen. Wir sind kurz vor den 400 Abonnenten und das innerhalb von 1 bis 2 Monaten, das ist für mich schon Spitzenleistung. Danke dafür übrigens nochmal für die 300, die ich im letzten Monat geschafft habe. Das ist super. So, jetzt aber, bevor ihr ungeduldig werdet und vor lauter Hass und Verzweiflung anfangt, das Video zu skippen oder gar auszuschalten, widmen wir uns doch dem kleinen Paketchen, welches hier vor mir auf dem Tisch liegt. Hier seht ihr diese wunderschöne Kartonage, in dem sehr viel Zeug drin ist, wie ich bemerke. Und ich reiß hier einfach mal dran. Und dann, oh ja, habe ich hier einen wunderschönen Zettel. Ja gut, Spielideenschmiede. Und zum Vergnügen aller hole ich erstmal nur eins raus. Es ist da, es ist da. Edel, edel. Ich habe es mir ein bisschen größer vorgestellt, tatsächlich, ja. Aber es ist schön handlich. Mit dem vergoldeten Logo hier vorne drauf. Da werde ich mir doch gleich mal was Scharfes schnappen, wie zum Beispiel das hier. Und direkt die Folie abmachen, denn das hier ist wunderbar hier noch schön alles geschützt in einer Folie aus Plastik. Und hier haben wir jetzt, oh ja, ah ja, hier haben wir dieses wunderbare Logo, hier haben wir so einen kleinen, na, wie von der Joker hier, so, ne? Hinten, ja, created by Matthias Berger und Taido, designed by Simple Studio, Hashtag Somnium Cards. So, und dann wollen wir das ganze Ding ganz vorsichtig öffnen. Ja, moin. So, haben wir hier noch eine kleine Inschrift an die wundervolle Person, die dieses Kartenspiel nun in ihren Händen hält. Von Herzen danke. Du bist nun ein Teil des Hashtag Team Somnium. Du bist ein wichtiger Teil einer Community, die sich unterstützt und verbunden ist durch eine gemeinsame Leidenschaft. Lass das Feuer dieser Leidenschaft in dir niemals ausgehen. Es ist eine treibende Kraft mit unvorstellbarer Macht. Danke, dass du uns unterstützt und dich mit unserer Message an diese Welt identifizieren kannst. Alles, was du dir erträumen kannst, ist Realität. Dreaming is creating. Und dann hier noch so zwei schöne, in gelb-gold gehaltene Unterschriften von dem Matti und dem Hai, den Kreierern dieses wunderbaren Decks. Ich nehme es also raus. Mmh. Lecker, lecker. Erstmal die Schachtel begutachten. Ist tatsächlich in Leder gehalten. Also es sieht tatsächlich so aus wie Leder und es glänzt halt einfach des Todes geil. Man fühlt hier wieder die Aufschrift. So wie immer. Das ist heftig. So. Hier um dieses Deck ist jetzt keine weitere Plastikfolie gewesen. Das Einzige, was in Folie war und ist, ist tatsächlich diese Bottom-Lid-Box oder auch auf Deutsch gesagt Spieldeckelschachtel.
Dann wollen wir dieses wunderbare Stück hier mal öffnen. Hier. Wieder drinne. In der Kartenschachtel, wenn man es öffnet, befindet sich an diesen Seitenklappen wieder Dream und Create, ne? Für den Werbeslogan Dreaming is Creating. So, und jetzt endlich halte ich die Karten in den Händen. Ein Moment, auf den ich seit knapp einer Woche gewartet habe. Da sind sie nun. Dieses Backdesign ist ja übelst der Hammer, ne? Auch wunderschöne Goldfolie. Einfach richtig edel, ne? Als ich das Deck zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so gedacht, ja moin, das erinnert dich ganz dezent an andere Karten, nämlich die Regalia-Karten von Shin Lim. Die sind ja auch komplett im Design mit Gold bestückt, vorne, hinten, auf dieser Umschachtel. Und als ich dann von den Gimmicks gehört habe, die bei der Prestige-Edition dabei sind, da habe ich mir gedacht, das kann doch kein Zufall sein. Für alle, die jetzt nichts großartig mit Zauberei zu tun haben, entweder weghören oder was weiß ich, denn beim Regalia-Deck ist tatsächlich eine Blankokarte auch dabei und zweimal die Pik-Dame. Doch es gibt immer noch Besonderheiten und die gucken wir uns jetzt an. Als allererstes haben wir hier meine Lieblingskarte, das Pik Ass. Schön veredelt mit Goldfolie. Dann haben wir hier die 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und alle haben diese Goldfolie mit drauf. Die sind nicht einfach ganz normal schwarz, nein. Die sind alle veredelt mit dieser Goldfolie. Und was ich immer ganz besonders geil finde bei den Peak-Symbolen, vielleicht sieht man das ja sogar, wenn der Fokus mitspielt. Es ist immer das Logo mit eingebaut. Das finde ich mega. Und jetzt haben wir hier die Face-Karten, die Gesichter. Und da haben wir den Joker, die Dame und den König. Alles schön vergoldet. Und ich lege die Face-Karten nachher nochmal alle nebeneinander. Da gibt es noch ein paar kleine Details, über die ich sprechen möchte. Und hier kommen wir jetzt zu den Karo-Karten, die alle komplett auch mit Goldfolie bestückt sind. Was einfach mega heftig ist. Hier auch wieder Bube, Dame, König. Dann haben wir hier Kreuz Ass, 2, 3, 4, 5. Genauso wie bei Peak, auch hier unten mit dem Somnium-Logo. Und auch wieder komplett neben dem Schwarzen mit dieser wunderschönen Goldfolie. Hier dann den Buben wieder, die Dame und den König. Und hier jetzt das Herz. Das sieht auch mega aus. Mit diesem Gelb und diesem Gold als Veredelung. Einfach wunderschön. Hier Bube, Dame. Hat der Hund es auch mal mit in die Karten geschafft. Und hier der Matti mit Vollbart. So. Hier die beiden Joker. Einfach mega schön. Alles zusammen einfach ultra hübsch. Einfach super. Die fühlen sich auch ein bisschen härter an als zuvor die Eden-Edition. Aber die wirken auch stabiler. Das sieht einfach übelst heftig aus mit dieser Goldfolie, die so im Licht glänzt. Und auf jeden Fall werde ich diese Karten mit in mein Video einbauen am 21.04. Ich habe auch schon eine ungefähre Ahnung wie. Und ich mache gleich weiter. So ein bisschen auf die Details eingehen, die in den Karten versteckt sind. Da bin ich auch schon wieder zurück. Und zwar habe ich jetzt hier alle Buben, Damen und Königen angeordnet. Und die Dinge, die hier versteckt sind teilweise, das ist einfach genial. Und zwar will ich gleich mal anfangen. Hier haben wir schon mal den Karo-König, den guten Heido. Sieht man gleich hier im Hintergrund die Diamanten. Der Karo-König heißt ja auf Englisch King of Diamonds. Und da passt das einfach, dass man hier
Diamanten mit eingearbeitet hat. Auch was mir fast bei allen aufgefallen ist, dass die hier immer so eine Art Waffen haben. Dann haben wir hier als nächstes schönes Detail, was ich echt krass finde. Bei der Kreuzdame hier die Pistole und die Rauchschwaden, weil die hat gerade die Pistole abgefeuert. Und das sieht man hier auf dem Bild ebenso. Hier sind Einschusslöcher. Das heißt, sie wird wohl auf ihn geschossen haben. Und hier ganz interessant, bei dem Regenschirm, den er in der Hand hält, man sieht so einen kleinen Abzug, wie bei einer Pistole oder bei einem Gewehr. Finde ich sehr schön. Und er hat hier auch so eine kleine Narbe und am Auge. Ebenso ist es hier auch, dass wir beim eleganten Gehstock auch so eine Art Abzug haben. Es sieht einfach heftig aus, wie das so im Licht glänzt. Das ist einfach wunderschön. Hier ebenso wie mit dem einen König, der die Narben da auf dem Auge hat. Übrigens ebenso bei Schwarz, ne? Das ist diese so Zusammengehörigkeit. Haben wir hier diese Narben, diese Risse im Hintergrund eingebaut. Und auf dem Anzug ja auch diese kleinen Peak-Symbole hier. So, fahren wir fort mit den Damen. Ganz besonders schön finde ich ja auch diese Karte hier. Da haben sie es nochmal mit ins Deck geschafft. Über die Kreuzdame haben wir ja schon gesprochen, mit der Pistole. Und man kann hier tatsächlich auch in den Rauchschwaden erkennen, was man vielleicht für Vorhersagen benutzen kann, dass hier sich ein Kreuzkönig abbildet. So, welche Details fallen noch auf? Ganz besonders hier beim Herzbuben mit dem Cardspring hier in der Mitte, der sich so komplett durchzieht. Und die Karte ist nicht gleichmäßig, vielleicht hat man das ja vielleicht schon gesehen. Hier haben wir zwei Würfel drauf. Und einmal ist hier zu sehen, es soll wahrscheinlich eine 5 sein, man kann es aber auch als 4 interpretieren. Und hier ist eine 2 drauf. Je nachdem, wie man das hält, kann man das dann vielleicht für eine Vorhersage nutzen. Any card and any number ist eine schöne Möglichkeit, was man damit machen kann. Oder man kann sich auch für any card and any number durchzählen, wie viele Karten hier gesprungen werden. Und dann genau an der Stelle, wie viele Karten hier sind, befindet sich dann die vom Zuschauer ausgewählte Karte. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Hier auch eine schöne Sache. Hier haben wir eine Feder und so Kleckse, ne? Und was man für die Vorhersage benutzen kann oder für die Teleportation. Hinter der Uhr bzw. unter der Uhr ist eine Karte versteckt. So, dann kann man dem Zuschauer die Karte geben und sagen, guck mal, was der da unter der Uhr versteckt hat. Und dann zeigt man seinen Arm und dann ist da vielleicht auch eine Karte. Hier ebenso beim Peak Joker haben wir auch eine Vorhersage versteckt. Und zwar ein Tattoo auf dem Arm. Es ist ja so, dass alle Personen, die hier mit drauf gedruckt sind, Verwandte, Freunde, Bekannte oder auch Unterstützer sind, die ganz aktiv mit an diesem Kartendeck gearbeitet haben. Hier kann man sehen, hier ist der Herzbube drauf tätowiert. Und ich glaube sogar gehört zu haben, dass derjenige, der hier mit auf der Karte drauf gedruckt ist, dass der auch wirklich dieses Tattoo drauf hat. Aber da muss ich dann später nochmal nachgucken. Also ich habe vielleicht jetzt nicht alles gefunden und ich kann auch nicht immer alles sagen zu jedem, der hier mit drauf gedruckt ist. Aber auf jeden Fall finde ich alles mega schön. Alles wunderbar und sehr gut durchdacht. Ich finde es wunderbar, dass in den einzelnen Karten teilweise auch noch zusätzliche Gimmicks, Vorhersagen mit eingebaut sind. Das kann man wunderbar benutzen. Dieses Deck eignet sich super für irgendwelche Spezialauftritte und das finde ich richtig krass, wie viel Mühe man sich hierbei gegeben hat, einfach noch zusätzlich diese kleinen Details mit einzuarbeiten. Vielleicht überlegt der ein oder andere sich ja mit Zaubern anzufangen oder mit Cardistry und
kauft sich diese Karten oder einfach zum Sammeln. Zum Sammeln sind die mega geeignet. Die sehen einfach wunderschön aus. Ich packe euch den Link auf jeden Fall unten in die Beschreibung. Zu meiner Reaktion zum Trailer geht's auf jeden Fall da oben lang. Ne, da habe ich euch alles Mögliche in die Infokarten gepackt. Da klickt ihr einfach auf das i und dann habe ich da alles Mögliche reingepackt. Auf einige Karten bin ich ja jetzt noch gar nicht weiter eingegangen. Und zwar haben wir hier die beiden identischen Joker. Ein kleines Detail ist hier auch mit eingebaut in den Joker. Das verrate ich jetzt aber nicht, sondern das hat Matthias Berger in seinen vorherigen Streams auch irgendwann mal erwähnt gehabt und vielleicht auch auf Instagram schon. Aber auf jeden Fall ist in den Jokern noch was mit eingebaut. Ein kleines Easter Egg. Und hier haben wir jetzt als Duplikat die Pik Dame mit einer kleinen Veränderung. Hier ist nämlich eine Maske mit drauf. Das kann man schön für Changes benutzen oder halt angepasste Magie. Da will ich jetzt nichts vorwegnehmen, da sind der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt. Ne? Dreaming is creating und alles, wovon ihr träumt, kann wahr werden. Und wir haben hier auch ganz wunderbar eine Blankokarte, mit der man echt krasse Dinge machen kann. Also es gibt da wirklich unbegrenzte Möglichkeiten, was man mit einer Blankokarte machen kann. Ich war eigentlich kein Fan von Gimmick- oder Gaff-Karten oder von doppelten Karten, weil das so ein bisschen die Illusion nimmt, dass man unmögliche Dinge einfach so erreichen kann mit einem normalen Deck. Aber das hilft uns natürlich in der Zauberei, Dinge zu bewerkstelligen, die man so normalerweise nicht hinkriegt. Und im Regelfall sind Zuschauer davon auch wirklich oft gefoolt, dass eine Blankokarte existiert. Damit rechnen die wenigsten. Dann beende ich diese Laberrunde, wo ich jetzt mal ein bisschen genauer auf die ganzen Karten eingegangen bin. Dann sage ich jetzt schon mal, bis zum nächsten Video am 21.04. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ein abschließendes Wort möchte ich doch noch mal sagen. Und zwar bin ich mega gehypt auf diese Karten gewesen und ich freue mich riesig, dass sie endlich da sind. Diese Karten sind einfach wunderschön zum Sammeln für Magie, für Cardistry. Das ist einfach epischer Shit. Man kann diese Karten wirklich nicht mit anderen Karten vergleichen, die man so in der Hand gehalten hat. Die fühlen sich auch mal wieder komplett anders an, so wie jedes Deck eigentlich von Somnium. Blizzard und Firestorm waren zwar identisch, ein bisschen, bis auf das Design halt. Ihnen war nochmal eine komplett andere Nummer, aber Prestige ist wirklich... Ich feiere diese Karten, ich feiere dieses Design, ich feiere einfach alles an diesen Karten und ich freue mich riesig, mega. Das ist einfach geil, diese Karten endlich in der Hände zu halten. Und je öfter ich die mir angucke, desto mehr bin ich einfach verliebt in diese Karten. Es ist einfach wunderschön, wie diese Karten, so wie dieses Goldene einfach im Licht glänzt. Das ist einfach hyper, mega, ultra krass geil. Aber jetzt wirklich noch ein bisschen Zauberei und Kartenakrobatik. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!